Bambustee gilt in China als Tonikum für eine jugendliche Haut und ein starkes Immunsystem. Neuere Studien zeigen starke antioxidative und sogar krebshemmende Wirkungen dieses köstlichen Getränks. Dieser Kräutertee wird aus getrockneten Bambusblättern zubereitet. Er wird in China und anderen Ländern Asiens seit der Antike als kühlendes und beruhigendes Hausmittel verwendet. Der Tee hat einen milden, süßen Geschmack, den Sie sowohl in der heißen als auch in der kalten Jahreszeit genießen können. Im Gegensatz zum weit berühmteren Grüntee enthält Bambustee kein Koffein, jedoch vergleichbar viele antioxidative Vitalstoffe. Bambus besitzt einen großen Nutzen für die Gesundheit. Laut medizinischen Forschungen neutralisiert Bambustee Giftstoffe im Körper und verhindert so Schäden an den Organen. Bambustee schützt den Körper vor den negativen Auswirkungen von Stress und psychischen Problemen. Bambustee enthält eine hohe Menge an Kieselsäure, die die Zellen repariert. Dieses Mineral stärkt die Knochen, Zähne, Nägel und verbessert die Hautgesundheit. Bambusblätter sind reich an Polyphenolen, die Zellschäden durch freie Radikale verhindern. Freie Radikale sind hochenergetische Sauerstoffteilchen, die Körperzellen verletzen können und eine Ursache für Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die im Bambusblättertee enthaltenen Polyphenole sind Antioxidantien, wie beispielsweise Quercetin, neutralisieren diese freien Radikale sofort und schützen so den Körper vor Alterung und Krankheit. Bambus gilt in Asien als entzündungshemmende Pflanze und wird bei Erkrankungen mit Entzündung eingesetzt als Gegenmittel. Selbst leichte Zahnfleischentzündungen, wie sie etwa bei 80% aller Europäer auftreten, bergen das Risiko, dass schädliche Bakterien aus dem Mund bis zum Herzen oder den Nieren wandern und dort massive Schäden auslösen. Der Bambusblättertee ist stark entzündungshemmend. Insbesondere bei Parodontitis kann eine Tasse des Tees zu den Mahlzeiten Wunder wirken und den Verfall des Zahnfleisches innerhalb weniger Wochen stoppen. Bambustee hilft auch, entzündliche Erkrankungen der Atemwege wie Asthma und Husten zu stoppen. Zur Behandlung von Atemwegserkrankungen trinken Sie viermal täglich 52 ml Bambustee. Bambustee ist ein Entgiftungsmittel, weil er die Leber stimuliert, mehr Schadstoffe zu verstoffwechseln und auszuscheiden. Bambustee ist ein hervorragendes Mittel, um Diabetes zu behandeln, weil er den Blutzucker senkt. Auch Bluthochdruck wird in Asien mit Bambustee behandelt. Studien zeigen, dass Bambustee eine beruhigende Wirkung besitzt, die sich positiv bei Menschen mit Bluthochdruck auswirkt. Bambus besitzt mehrere Wirkungsmechanismen gegen Bluthochdruck. Er entspannt die Blutgefäße und verhindert Arteriosklerose. Durch seine antioxidative Kraft verhindert Bambustee die Ablagerung von Schlacken an den Wänden der Arterien. Die Bambusvitalstoffe verbessern die Elastizität der Blutgefäße und die Fließeigenschaften des Blutes. Auf diese Weise wird auch das Herz gestärkt und entlastet, weil es nicht mehr so hart arbeiten muss, um das Blut durch den Körper zu pumpen. Zur Linderung von Menstruationsbeschwerden wird der Bambusblättertee seit Jahrhunderten in Asien verwendet. Seine entspannenden Wirkungen auf den Körper und Geist helfen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen und Knochenschmerzen zu lindern. Der Bambus lindert auch Stress, er beruhigt das Hormonsystem und verhilft zu einem tiefen, erholsamen Schlaf. Bambustee wird seit der Antike verwendet, um Schmerzen durch Schnitte und Wunden zu lindern. Diese Anwendung beruht offenbar auf den jahrhundertelangen Erfahrungen der Menschen in China. Warum Bambustee schmerzlindernd ist, wurde bisher nicht wissenschaftlich untersucht. Die Wirkung beruht wahrscheinlich auf seinen wundheilenden Effekten. Bambustee fördert die Langlebigkeit mit all den gesundheitlichen Vorteilen, die wir gerade genannt haben. Versuchen Sie also mindestens eine Tasse Bambustee am Tag zu trinken für ein langes, gesundes Leben. Bambus ist eine immergrüne Pflanze, die als natürliches Schönheitsmittel für die Haut und Haare seit Jahrhunderten in Asien genutzt wird. Eine schöne Haut ist ein Zeichen für eine gute Gesundheit und Bambustee hilft, Pickel und Hautunreinheiten zu vermindern. Der Bambus kann auch als Pulver verwendet werden, als Maske verwendet werden. Dazu verrühren Sie Bambuspulver mit Wasser und geben es auf das Gesicht für eine halbe Stunde wie eine Maske. Auch für die Haare hat der Bambus sehr viele Vorteile. Wenn Sie gesundes Haar haben wollen, sollten Sie 3 Tassen Bambustee pro Tag trinken, weil dieser Tee sehr viel Kieselsäure liefert. Bambustee ist also eine sehr gesunde Pflanze, die in Europa völlig unterschätzt wird und fast nicht bekannt ist. Trinken Sie pro Tag eine Tasse oder mehr,
Bambustee und Sie werden richtig gesund. Soweit zu den Vorteilen von Bambustee. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.